wir haben im DLR sehr unterschiedliche Methoden dafür. Im Grunde könnte man sagen, für jede Entwicklung gibt es auch einen Weg, den wir da ganz speziell verfolgen. Also es gibt nicht den Königsweg, um Innovationen zu transferieren, sondern es hängt immer von der Entwicklung ab, von dem möglichen Kundenstamm, vom Technologiereifheitsgrad, wie nah sind wir am Markt, wie weit sind wir noch so in der Entwicklungsphase. Daran passen wir das ganz individuell an und entwickeln jeweils ein eigenes Konzept für die Vermarktung. Wir haben da drei so Kernmodelle, nach denen wir vorgehen. Das eine ist, dass das DLR selber eine Entwicklung vorantreibt bis zu einem relativ hohen Technologiereifheitsgrad und dieses dann aktiv der Industrie anbietet, indem wir Recherchen machen über mögliche Industriepartner und wirklich mit dem Angebot aktiv nach außen gehen. Das zweite Modell ist, dass wir den Bedarf der Industrie hinterfragen und dann mit Industriepartnern von Anfang an eine solche Entwicklung vorantreiben. Und das dritte Modell, das wir jetzt noch relativ neu haben, seit einigen Jahren erst, sind sogenannte Innovationspartnerschaften, wo wir mit einem Unternehmen allgemein in eine Partnerschaft eintreten und dann konkrete Projekte jeweils suchen, aber durch diese allgemeine Partnerschaft erstmal auch eine Vertrauensbasis schaffen, denn Vertrauen ist die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und dieses Modell hat sich auch in letzter Zeit sehr bewährt. Also wir haben ja sehr verschiedene Bereiche, in denen wir tätig sind. Raumfahrt, Luftfahrt sind unsere Schwerpunktthemen, aber auch Energie- und Verkehrsbereich sind zwei wesentliche Bereiche, in denen wir tätig sind. Die Werkstoffforschung ist so ein übergeordneter Bereich, der eigentlich über allem steht, also natürlich ganz besonders über Luft- und Raumfahrt, aber auch in den anderen Bereichen. Von daher gibt es jetzt kein ganz konkretes Thema, was ich Ihnen nennen könnte, aber es gibt so ein paar Dinge, wo wir im Augenblick, denke ich, sehr weit vorne sind, wie beispielsweise die Themen der Thermoelektrik. Materialcharakterisierung für Thermoelektrik ist ein ganz wesentlicher Aspekt, um die Qualität dauerhaft sicherzustellen. Da ist das DLR Vorreiter in Deutschland, würde ich so sagen, in der Charakterisierung. Und das ist so eins der Schwerpunktthemen und dann, wie gesagt, sehr viele aus dem Bereich Messtechnik auch oder Materialforschung. Das ist jetzt so aus meinem Bereich, den ich in Köln vertrete, das, was oben aufliegt. Innovation heißt ja, neue Produkte an den Markt bringen. Alle Unternehmen müssen versuchen, neue Produkte erfolgreich an den Markt zu bringen oder neue Dienstleistungen. Von daher ist Innovation natürlich ein ganz zentrales Thema für die gesamte Wirtschaft. Auch in Deutschland.